Meine Eichel ist noch immer verschwunden. Deshalb frage ich euch, habt ihr sie gefunden? Meine Freude ist unermesslich groß. Meine Saat ist zurück. Das ist grandios. Hier ist euer Lohn, wie abgesprochen. Seine Magie ist vollkommen und ungebrochen. Tragt ihn stets bei euch, werft ihn nicht fort. Dann droht euch keine Gefahr mehr an diesem Ort. Alles Gute für euch in Zukunft und jetzt. Ihr habt meiner Trauer ein Ende gesetzt. Mögen eure Tage lang und voller Sonne sein, eure Winter kurz und eure Wurzeln stark wie Gestein. Uns steht eine weitere Schlacht bevor. In Ordnung. Aber selbstverständlich.
Ihr seid zurück? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über Denyla? Ihr habt Neuigkeiten? Habt ihr sie gefunden? Seid ihr euch sicher? Das ist ihr Halstuch. Wo habt ihr sie gefunden? Was ist ihr zugestoßen? Der Hüter hat die Wahrheit gesagt? Seid ihr sicher? Oh, ich verstehe. Zumindest hat sie Frieden gefunden. Hier habt ihr das Amulett, wie versprochen. Ich sollte jetzt gehen und einige Vorbereitungen treffen. Ich muss angemessen um meine Frau trauern. Dara Shira lebt wohl. Seid gegrüßt. Ihr seid es doch, der ich meine Rettung aus dem Wald zu verdanken habe, oder? Eure Bemühungen sollen belohnt werden. Hier ist ein Edelstein, den ich erstanden habe, als ich bei den Fremden war. Ich hatte eigentlich vor, daraus eine Halskette für meine Braut anzufertigen. Aber jetzt möchte ich, dass ihr ihn bekommt. Ich weiß, dass er wertvoll ist. Ihr wollt, dass ich ihn behalte? Das ist wirklich großzügig von euch. Nochmals, vielen Dank. Aber ich fürchte, ich muss mich jetzt ausruhen. Der Hüter sagt, ich sei noch nicht wieder vollständig genesen. Ich wünsche euch alles Gute. Schön, euch wiederzusehen. Benötigt ihr noch etwas? Ich bin der Handwerksmeister des Clans und dafür verantwortlich, so viel wie möglich über die alte elfische Kunst der Holz- und Erzbearbeitung in Erfahrung zu bringen. In Wahrheit wissen wir Dalish nur wenig, verglichen mit der Kunstfertigkeit, die wir einst besessen haben. Und selbst dieses Wenige mussten wir über mehrere Lebensspannen erlernen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Der Hüter hat uns verboten, im Wald nach dem Holz zu suchen. Deshalb werde ich jahrelang keine unserer herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Ich würde es nicht wagen, euch darum zu bitten. Aber wenn ihr zufällig auf Eisenborke stoßt, kann es nicht schaden, wenn ihr sie mitnehmt. Sie ist blau und ziemlich einzigartig. Ihr könnt nur die Borke nehmen, die der Baum schon abgeworfen hat. Falls ihr welche findet, bringt sie mir. Ich werde sie dann für euch bearbeiten. Ich mache ziemlich gute Schwerter aus Eisenborke. Oder auch Brustpanzer. Vorausgesetzt natürlich, ich habe genug Holz. Das würde mich freuen. Aber unsere Jäger haben Priorität. Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon.
Aber selbstverständlich.